Willkommen beim Tutorial für Hackbraten auf Kartoffelgratin. Die Zutaten: Kartoffeln, Hackfleisch, Käse, Eier, Semmelbrösel, Sahne, Salz und Pfeffer, Muskat, Senf, Petersilie und Kräuter der Provence. In die Schüssel mit dem Gehackten gebt ihr jetzt außerdem, na, ich mache ein bisschen Platz, die Eier, den Senf, der wird jetzt wahrscheinlich ganz wunderbar rausgehen, nicht? Also gleich den Rest vom Senf. Die Petersilie. Semmelbrösel. Das Ganze vermanscht ihr jetzt erstmal. Und dann kommen noch Salz, Pfeffer und Muskat dazu. Auf eine Arbeitsunterlage oder Oberfläche formt ihr den Hackfleischklops jetzt zu einer länglichen, dicken Wurst. In diese Wurst oder den Fleischleib drückt ihr jetzt euren Käse rein. Hilfe, fall nicht um. Und zwar so, dass er möglichst tief mittig in den Leib reingedrückt wird. Anschließend formt ihr das Fleisch wieder außenrum, sodass der Käse im Inneren des Fleisches eingebuddelt ist. Setzt den schön und fertig geformten Hackbraten jetzt in eine gefettete Auflaufform. Über den Hackbraten streut ihr noch vorsichtig und möglichst gleichmäßig die Kräuter der Provence. Jetzt kommen die Kartoffeln zum Hackbraten. Ihr habt sie hoffentlich gewaschen, geschält und in feine Scheiben geschnitten, dann könnt ihr sie wie ich jetzt neben den Hackbraten in die Form geben. Ich würde erst ein paar Kartoffeln, so eine kleine Schicht eben, aufschichten und dann ordentlich mit Salz, Pfeffer würzen, natürlich auch mit Muskat und dann die nächsten Kartoffeln wieder ein bisschen würzen, sodass alle Kartoffelscheiben ein bisschen von den Gewürzen abbekommen. Nachdem alles gewürzt und geschichtet ist, muss eigentlich nur noch die Sahne über die Kartoffeln gegeben werden. Schlüdern. Und dann dürfen Kartoffelgratin und Hackbraten auch schon in den Ofen, wo sie eine Stunde bei 200 Grad backen. So sieht der fertige Hackbraten auf Kartoffelgratin dann aus. Guten Appetit!